Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Legacy of Kain Defiance. Ja, wir sind gerade immer noch im Pausenbildschirm. Ich habe praktisch gerade eben erst die letzte Folge beendet und deswegen sind wir gerade noch mitten im Kampf. Ich mache eben noch mal schnell eine Speicherung. Autsch! Hörst du auf, Mensch! Autsch, Autsch, Autsch! Hör auf, hör auf, hör auf! Mein Gott. Ja, klar. Das kann er auch. Au! Mann! Herrje. Autsch, Mann! Das ist mal. Ich weiß nicht, was er da tut die ganze Zeit, aber er klotzt schon ordentlich rein, der gute Raziel. Hörst du auf? Hörst du auf? Mann! Aber wir haben ihn auch gleich. Aua. Aua! So. Jetzt wirst du mir zuhören. Das Herz der Dunkelheit darf nicht entdeckt werden. Seine Verwendung bringt großes Leid mit sich. Du weißt nicht, wo es ist, nicht wahr? Nein. Du hast nie danach gesucht. Das spielt keine Rolle, Raziel. Hör mir zu. Du musst erkennen, dass jedes Wesen an einen vorherbestimmten Pfad gebunden ist. Wir sind alle gefesselt. An das Rad des Schicksals. Glaub mir, das weiß ich sogar besser als du. Alle, bis auf einen. Denn aufgrund deiner Wiedergeburt bist du das einzige ungebundene Wesen, der einzige von uns, der wirklich einen freien Willen hat. Du kannst wählen, Raziel. Wählen, wie du es verlangst, nehme ich an. Dein Bauer ist am Rand des Bretts angekommen, Kane. Und nun bin ich vielleicht sogar mächtiger als du. Ironie des Schicksals, dass deine eigene Kreatur deinen Untergang besiegelt. Los, bringen wir die Sache zu Ende. Ein für allemal. Ja, jetzt dürfen wir auf der anderen Seite kämpfen. Als Raziel. Und das fand ich auch gerade dieses Coole. An das kann ich mich noch erinnern. Zwar hat die Arena damals, habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das hier in der Kathedrale von Avernus ist. Oh, hörst du auf. Ah, genau das wollte ich auch gerade machen. Mann! Hörst du auf? Mein Gott. Na. Ah ja, der kann das auch. Nein, nein, nein. Hörst du auf? Mensch. Aua, aua, aua. Jetzt wird's echt gefährlich langsam. Wollte ich doch gar nicht. Ho, ho, ho. Hörst du auf? Nein, nein. Oh mein Gott. Gegenseitig. Jetzt wird's echt langsam eng. Nein, 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 nein! Oh je. Schlecht. Wir haben verloren.
Naja, nicht ganz. Wir dürfen nochmal antreten. So. Hell no. Nein, nein. Ja, genau. Kane, du bist ein Arschloch. Hörst du mal auf? Ah, das war die telekinetische Fessel gerade. So. Das musst du echt bloß kurz antippen. Ja, er kann das natürlich auch. Das ist doof. Doch, so kriegen wir einen kleinen. Na, hast du auf? Mein Gott. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Nein. Verdammt nochmal. Jetzt hör doch auf. Hör doch auf. Mensch, du hast genug Schaden gemacht. So, jetzt haben wir es wieder. Nun los? Ach, der Reaver. Das saugt die Kraft aus Raziel. Du. Nein. Raziel. Vae Victis. Ich habe nicht. Wehe den Besiegten. Ich habe das Herz der Dunkelheit gefunden. Und du wirst vergessen. Kane war tot. Der Wahnsinn dieses Ortes hatte meine Wut genährt. Doch als sie sich legte, empfand ich keinen Stolz, kein Gefühl des Sieges. Stattdessen wurde mir klar, dass wir erneut blind in die Falle des Feindes getappt waren. Ich konnte nicht sicher sein, ob Kane mich tatsächlich vernichten wollte. Und nun schien es, als würde ich es niemals erfahren. Siehst du, war gar nicht der Endkampf. Okay. Ich habe echt gedacht, das wäre schon ein Endkampf, aber war es gar nicht. Ha, na sowas. Aber wir speichern mal. Habe ich mich doch nicht in der Arena getäuscht. Ja, wir gehen zu Boradas Haus. Junge, Junge. Oh. Die zwei, ey. In meiner Abwesenheit hatten Möbius Soldaten das Anwesen überrannt. Ich hoffte, dass sie den Eingang der Krypta und Janos Leichnam noch nicht entdeckt hatten. Von Vorador fehlte jede Spur. Raziel, der siegreiche Held. Ich nehme an, wir sollten dir gratulieren. Kane ist tot. Endlich. Ich nehme an, dass ich dir auch zum Tode Vorados gratulieren soll, nicht wahr? Oder hat er dich erleuchtet? Wir haben ihn. Aber nicht ohne einen hohen Preis zu bezahlen. Das hätte ihn gefreut. Er soll sich stärken, bis sein Kopf fällt. Auf dass endlich alle Vampire in Nosgoth tot sind. Und wird dich dieses Wissen stärken? Denn auch du wirst sterben. Für einen wahren Diener des einen Gottes ist der Tod niemals bitter. Ich werde gehen. Im sicheren Wissen, dass ich meine winzige Rolle im Plan unseres Meisters gespielt habe.
Kane ist endlich vernichtet. Und du hast diese Tat vollbracht. Welcher Held denkst du bist du nun? Der Erlöser der Vampire oder der andere? Hast du schon erkannt, dass es keine Rolle spielte, für welchen von beiden du dich hieltst? Solange das Ergebnis dem Plan entsprach. Und nun ist Kane tot. Wirklich, ich kann dir nicht genug danken. So, es war also alles geplant, jeder Schritt meines Weges. Und Kane dachte, ich könnte wirklich wählen. Tja, er hatte recht. Und das ist der größte Triumph. Den einzigen Spieler, der frei wählen konnte, dazu zu bringen, genau das zu tun, was wir wollten. Gut gemacht, mein treuer Diener. Und nun muss ich eine Hinrichtung veranlassen. Ja. Voll in die Irre geführt. Nicht gerade geil, das Gefühl. Autsch. Ah. Na, den wollte ich auch. Ich wollte doch den anderen. Ach, noch einer. Ist ja fabelhaft. So, mein Freund. Spielen wir beide mal. Denkst du wohl. Der Große war nervig. Ja, Möbius hat, was er wollte. Was ziemlich schlecht für uns ist. Okay, wenn hier zu ist, wie komme ich dann weiter? Na, springst du jetzt mal da drauf? Will er nicht, okay. Dann muss es einen anderen Weg geben. Nee, hier nicht. Können wir den hier drehen? Wahrscheinlich auch nicht. Ah, sieh mal einen an. Wunderbar. Natürlich, was auch sonst. Hast du auf? Seele her. Die Treppe ist echt doof zum Kämpfen, weil man halt wirklich nichts sieht. Darf sich der Reaver die Seele holen? Aua. Autsch. So. So kommen wir aufeinander. Mann. Also um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Kane tot ist. Das ist, also ich würde es auch nicht glauben, wenn ich das Ende nicht schon kennen würde. Das heißt, ich kenne das Ende, wenn ich den Endkampf nicht schon kennen würde, sagen wir es mal so. Wie jetzt setzt es hier zu? Das ist schlecht. Müssen wir jetzt echt hier lang gehen? Nee. Wir müssen doch irgendwie raus in den Garten kommen. Großes Standbild von Janus. Oh, guckt mal. Sieh mal einer an. Ein Gesundheitsteilchen.
Hätte ich fast übersehen. Also ich hätte es 100 pro übersehen, komplett. Okay. Es scheint mir einen Weg zu geben, hier lang. War ja klar. Ach, Vampirjäger reichen nicht. Wir müssen euch jetzt auch noch mit euch rumschlagen. Mann. Raziel hat es echt nicht leicht. So ziemlich jeder Einzelne auf dem ganzen Planeten will ihn tot sehen. Ich werde mal den Reaver wechseln. Und zwar auf Wind, Wasser, nee. Wind. Was hatten wir jetzt gerade? Wir hatten gerade Wind, ne? Wisst ihr was, wir nehmen einfach. Ah, Licht war eigentlich ganz cool. Können wir nicht hier raus? Nee. Ach so, ja. Okay, jetzt blicke ich wieder durch. Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal... Wir gehen einfach durch die Tür. Ja, war auch klar. Das jagen sie jetzt auch in die Luft. Macht ihr wunderbar, Leute. Macht ihr wunderbar. Ja, ein arkanes Büchlein. Guckt mal. Aha. Perfekt. Muss ich mich auch gar nicht mit den Spinnern da unten rumplagen. So können wir gleich weiter eine Geschichte machen. Na gut. Probieren wir es halt nochmal. Von da oben kommen wir auch wieder in den Garten, ne? Soweit. Was ist denn los? Wieso springst du denn nicht? Geht doch. Ah ja. So müssen wir gar nicht in den Garten. Es sind schon zwei von den Großen. Das ist schlecht. Aber die können wir auch umgehen, glaube ich. Verdammt, nur wie? Ah, hier. Oh, guck mal. Erde. Warum die mich jetzt nicht angegriffen haben? Gehen wir halt einfach mal da lang. Okay, hier müssen wir definitiv irgendwas töten. Ah. Wie wär's mit euch, hm? Hexe. So. Was ist das denn jetzt? Hat er sich echt in einen Dämonen verwandelt jetzt? Beide. Was ist denn mit euch los? Drei. Ey, ihr habt doch echt eine Macke. Allesamt. Ja, genau. Weißt du was? Stirb erstmal. Wunderbar. Guck mal, Janus.
In einer komischen Pose. Da draußen ist noch was, was ich haben will. Das kriegen wir bestimmt, wenn wir hier rausspringen. Eine Telekinese-Rune, sehr schön. Mal anfangen mit Raziel, die letzten noch verbleibenden Dinge zu sammeln. Das ist eine Tür. Sind wir durch die Tür reingekommen? Nee, ne? Will ich da schon rein? Nee, ich glaube nicht. Gehen erst nochmal... Nee, wollte ich doch gar nicht. Ja. Weil da oben nämlich noch so ein... Okay, da passiert noch nichts. Da müssen wir doch die Tür nehmen. Da ist auf jeden Fall eine Vampirdame mit einem Schwert. Oder mit einem Speer drauf. Und diesen Speer gedenke ich zu holen. Ja, genau. Alle drei tot? Nee. Nur zwei. Okay. Ich sag mal, der Erdreaver ist voll aufgeladen. Eigentlich auch ziemlich cool. Und der hat so einen schönen Area-Effekt. So. Das haben wir alle. Kann's weitergehen. Ach, hier bin ich rausgekommen, okay. Na, halt. So, geht's hier raus? Aufs Dach? Ah ja, jetzt müssen wir andersrum springen. Nee, halt, wartet mal. Da hinten kann man doch hochklettern, ne? Ja, kann man. Nee, wollte ich doch gar... Ach Mensch. Ich wollte eigentlich da komplett rüber segeln, aber... Verdammt, nein, zu hoch. Scheiße. Wisst ihr was, wir müssen ja eh... Glaube ich zumindest. Vielleicht auch nicht. Lass mich in Ruhe, Mensch. Scheiße, wo müssen wir denn jetzt hin? Lang, irgendwie. Ah, wir können hier durch die Vordertüre. Nach oben können wir nicht mehr. Okay, dann gut, dann gehen wir durch die Vordertüre rein. Halt, wollte ich auch gar nicht. Oh, sieh meine an. Nehmen wir mit, was ist es? Gesundheitsstückchen. Nehme ich mal an. So, hier dürfte es ja theoretisch nicht mehr lang gehen, ja, weil da waren wir ja schon auf der anderen Seite. Auch interessant, was man hier alles kaputt macht. Na, gucket mal. Hier geht's nach oben. Stimmt, und von hier aus dann? Na. Von hier aus dann wahrscheinlich auf der anderen Ebene weiter. Können wir da rüber? Nein, da können wir nicht rüber. Nein. Okay, auf
Vielleicht können wir von hier aus hier ranspringen und da hochklettern. Nee, geht auch nicht. Mann, doof. Ja, genau. Ah. Hast du mal auf? Das ist voll unfreundlich, was du hier machst. Okay. Jetzt können wir uns mal in Ruhe umgucken. Können wir vielleicht auf dem Ding hier hochrennen? Nein, können wir nicht. Herrje, wo müssen wir denn hin? Hier führt auf jeden Fall mal ein Weg rein. So eine kleine Einbuchtung. Okay, also ich nehme an, wir müssen in die materielle Ebene. Das ist schon mal so ein Grundprinzip. So. Gucken wir mal hier in die Einbuchtung. Hier ist nichts, okay. Aber ich glaube, als wir da hoch sind, war das schon mal gar nicht so schlecht. Gehen einfach da rein. Springen hier an die Wand, klettern da hoch. Und von oben kommen wir dann irgendwie weiter. Hoffe ich. Mal. Oder? Können wir von hier aus noch was machen. Scheinbar nicht. Von unten vielleicht? Mir war nämlich so, als wäre da noch irgendwie ein Weg gewesen, aber scheinbar täusche ich mich. Kann ja auch mal passieren, ne? Okay. Ich nehme an, wir müssen darüber segeln und dann da hoch. Irgendwie. Da können wir da unten vielleicht irgendwas kaputt schießen. Nee, ich glaube, das ist der richtige Weg hier. Lalala. Lass mich in Ruhe, Mann. So. Na komm, das hätte doch gehen müssen jetzt. Also okay, bis da oben schaffe ich es auf keinen Fall auf die Art. Wie hier hoch vielleicht? Dieses Ding hier? Das geht sogar. Dann geht es bestimmt auch da drüben. Na. Willst du nicht? Ich glaube, er will nicht so wirklich. Nee, will er wirklich nicht. Probieren wir es nochmal hier. Spring da hoch, Mann. Geht doch. So. Probieren wir nochmal das hier. Jetzt stehen wir wieder unten. Schlecht. Okay, das hat uns glatt runtergedrückt, aber hier könnte es funktionieren. Auf dem Ding. Können wir nicht auch hier hochklettern? Wahrscheinlich auch nicht, ja. Ich bin echt ein bisschen ratlos, wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Ah! Lass mich in Ruhe. Spinner. Das ist bestimmt wieder irgend so eine Wand zum Einschlagen, die ich einfach übersehe. Oder eine Säule zum Umhauen oder so. Wir haben ja jetzt erhöhte telepathische Kräfte. Von daher muss das ja eigentlich gehen irgendwie. Oder könnte. Es wäre zumindest nicht schlecht, wenn es ginge. Ich gehe nochmal da hoch.
und guck noch mal eine Runde. Da hinten ist ein Becken, okay. Da leuchtet was. Hier. Gucket mal. Ich hab doch gewusst, das geht irgendwie. Ah. So, kommen wir bestimmt. Nee, kommen wir nicht. Hier rauf vielleicht? Nein, auch nicht. Wir kommen 100 pro wieder hier rüber. So, und hier können wir uns ja auch nochmal in Ruhe umgucken. Seht ihr mal. So. Schon sind wir drüben. Ein Pferd. Okay, erstmal würde ich sagen, speichern wir eine Runde. Okay. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir doch den Gefallen und lasst ein Like da und vielleicht auch einen Kommentar. Würde mich sehr freuen, würde mir auch sehr helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Legacy of Kain Defiance. Bis dahin, ciao, ciao.